Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Servus. Nun habe ich 2 Wochen Abstinenz auf YouTube geübt. Das war übrigens ganz freiwillig. Eine kleine Pause war einfach mal nötig, wobei wir den Telegram-Kanal ja zwischendurch doch bedient haben. Und in diesen 2 vergangenen Wochen ist was ganz Wunderbares passiert. Thomas Treppnau TV erhielt den begehrten Preis Bewunderer des Leuchtfeuers der Demokratie. Und wissen Sie, woher ich diesen Preis bekam? Ich habe ihn mir schlicht aus dem Allerwertesten gezogen. Wie das geht? Nun, sicher haben Sie mitbekommen, dass Susan Wojcicki oder Wojcicki, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, es scheint ein polnischer Name zu sein, sie ist jedenfalls Chefin von YouTube, sogenannte CEO von YouTube, und sie erhielt den Preis für freie Meinungsäußerung. Ja, man kann hier frei seine Meinung äußern, vollkommen ungefährdet von jedweder Löschung sind Videos, in denen zum Beispiel um die Wette gegessen wird oder der Körper mit harten Trainings gestellt wird und so weiter. Natürlich sind auch Kanäle wie meiner nicht von irgendwelchen Löschungsrisiken bedroht, wie denn auch, nachdem ich nun diesen begehrten Preis erhielt. Ich dachte mir, was Wojcicki kann, das kann ich auch, denn den Preis erhielt sie letztlich ja von sich selbst. Denn YouTube war einer der Hauptsponsoren dieser Preisverleihveranstaltung, zu der auch Google gehört, und wenn ich mich recht entsinne, sind Google und YouTube ja fast eins. Nun, so freue ich mich, ich hoffe mit Ihnen, über diesen tollen Preis. Und wir bleiben gleich ein bisschen bei den USA. Der US-Außenminister äußerte sich kürzlich erst gegenüber China. Das heißt, er hat China untersagt, sich Taiwan auch nur anzunähern, und das Ganze dann gleich mit den üblichen Drohungen verbunden. Die Chinesen zeigten sich davon tief beeindruckt und sind kurz danach mit der größten Anzahl von Militärfliegern in die sogenannte Lufthoheitszone der chinesischen, Taiwans eingedrungen. Jedwede Reaktionen der US-Regierung blieben aus. Auch der aufgrund seines hohen Lebensalters inzwischen einigen Generationen bekannte Henry Kissinger äußerte sich neulich. Sinngemäß sagte er, entweder die USA gliedern sich in die neue multipolare Weltordnung ein, oder sie riskieren einen Krieg, und nach Meinung Kissingers sind die Gewinnaussichten dabei nicht allzu groß. Was aber nicht automatisch heißt, dass die US-Regierung mit ihrem neuen fähigen Präsidentendarsteller, der mühevoll von Bildschirmen abliest, keine 3 Sätze selbst formulieren kann, in ihrer maßlosen Selbstüberschätzung nicht doch einen solchen riskieren könnte. Da wir gerade schon so gemütlich von diesem sogenannten Präsidenten namens Biden reden, dieser hat angekündigt, dass die restlichen US-Truppen aus Afghanistan endgültig abgezogen werden. Nun, er macht an und für sich da weiter, wo Trump aufgehört hat. Man sieht auch daran wieder, dass es anscheinend gar nicht so wichtig ist, wer in den USA die Präsidentenrolle übernimmt, ob nun Trump oder Biden oder Mickey Mouse. Die Entscheidungen werden ohnehin an anderer Stelle getroffen. Die übrigen Staaten, die sich in Afghanistan aufhalten, haben ihren Rückzug, ich meine damit die NATO-Mitglieder, auch angekündigt. Man fragt sich eh, was die seit Jahrzehnten dort gemacht haben, während dieses Kriegs, bei dem es offensichtlich nie beabsichtigt war, ihn zu gewinnen, sondern einfach nur Chaos,
in unmittelbarer Nähe zu Russland und China zu veranstalten, haben sich zumindest die Opiumanbauflächen verzwanzigfacht. Nochmal etwas konkreter zu meinem Hinweis von vorhin zu Trump. Dieser Truppenabzug wurde bereits zwischen Trump und den Taliban ausgehandelt. Afghanistan war für die USA ein wichtiges Land, ein Schlüsselland für die geplante Kontrolle Asiens. Das ist vorbei. Aber man hat es nochmal geschafft, ein paar Sanktionen gegen Russland zu verhängen, wobei dann Biden gleich zweimal um ein Treffen mit Putin bat, dessen Reaktion aber bisher auf sich warten lässt. Die Sanktionen, die gegen Russland seit 2014 vom Westen verhängt wurden, haben Russland weitergebracht. Insofern waren es fast Wirtschaftsförderprogramme. Schauen wir noch ein bisschen weiter zu einem weiteren Unruhe- und Brandherd, Libyen. Nun, die EU und vor allen Dingen anfangs die Franzosen träumten davon, dieses Land zu kontrollieren. Unter Trump haben sich die USA daraus bereits zurückgezogen und Russland hat dort mit der Türkei Anfang dieses Jahres ein bisschen Druck aufgebaut, mit dem Ergebnis, dass nun Abdulhamid Dbeibah Ministerpräsident einer Übergangsregierung dort ist und dieser Ministerpräsident stand früher Gaddafi und heute steht er Erdogan nahe. Außerdem soll er in persönlichem Kontakt zu Putin stehen. Für die EU ist in Libyen kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Die EU scheint mittlerweile kopflos, hat keine Orientierungspunkte mehr. Der globalistische Traum der US-Eliten ist ausgeträumt. Die EU schwankt je nach Mitgliedsland zwischen Transatlantismus und dem Anschluss an Eurasien mit Russland und China. Die Fliehkräfte hier sind so stark, dass die EU daran zerbrechen kann. Im wahrsten Sinne auseinandergerissen werden kann. Für die USA läuft es auch im eigenen Hinterhof nicht so toll. Venezuela orientiert sich nach Russland. In Bolivien hat Evo Morales die Wahlen gewonnen und der steht schon wieder bei Putin auf der Matte. Die EU jedenfalls fährt immer tiefer in den Morast. Die ehemalige wirtschaftliche Stütze, die Bundesrepublik, erledigt ihren Mittelstand gerade selbst. In diesem Leuchtfeuer der Demokratie werden wir ab Herbst eine grüne Kanzlerin bewundern dürfen, die sogar dazu in der Lage ist, in Stromleitungen Elektrizität zu speichern. Wenn wir dann noch sehen, dass in diesem Leuchtfeuer der Demokratie eine Hausdurchsuchung bei einem Weimarer Richter stattfand und es sich damit offensichtlich um einen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit handelt, dann erkennt man, wohin dieses Land driftet. Es ist übrigens so, dass die Staatsanwälte in der Bundesrepublik gegenüber den Justizministern weisungsgebunden sind. Das ist noch ein Relikt aus etwas dunkleren Zeiten. Man hat es aber gleichmals übernommen, denn es ist ja ganz praktisch. Und der Justizsenator in Berlin gehört der Grünen Partei an. Bei dem, was sich hier entwickelt, gilt, rette sich, wer kann. Und da wir gerade über diese Art der Politik im Leuchtfeuer der Demokratie so gemütlich uns unterhalten, fallen mir auch noch ein paar Journalisten von Hauptstrommedien ein, die sich darüber freuten, dass Beiträge von anderen Journalisten gelöscht wurden und zwischendurch immer wieder werden. Ich nenne hier nur mal stellvertretend Boris Reitschuster. Diese Journalisten und Publizisten, was immer sie auch sind, die sich hier gerade in ihrer Schadenfreude ergehen, sollten nicht vergessen, dass sie selbst dieses System, das gerade dabei ist zu entstehen, ganz wesentlich mitbefördern. Und der Blick auf solche Systeme zeigt, dass ab einem bestimmten Punkt niemand mehr verschont wird, schon gar nicht Journalisten. Noch dümmer
kann man am eigenen Ast nicht sägen. Heute äußere ich mich auch noch zur Wirtschaft und zum Bankensystem. Die EZB-Präsidentin Lagarde sagte vor kurzem trocken, dass die Eurozone auf Krücken geht. Diese Krücken sind einerseits Geldproduktion und andererseits Schulden. Ohne diese beiden Krücken wäre die Wirtschaft in der Eurozone bereits zusammengebrochen. Nun, ich denke, sie muss es wissen. Gleichzeitig wissen wir, dass die Notenbanken ja schon seit 2008 die Aufgabe der Rekapitalisierung des Bankensystems übernommen haben. Das machten sie auch mehr oder weniger erfolgreich mit frisch geschaffenem Geld. Das heißt, die Einlagen bei den Banken explodierten durch dieses Fiat-Geld. Da das alleine nicht reicht und auch wieder ausgeglichen werden muss, muss das Vermögen umverteilt werden und das wird über Inflation erfolgen. Gleichzeitig plant man aber auch die Enteignung durch direkte Steuern und der Lastenausgleich rückt immer mehr in den Fokus der Hauptstrommedien. Mit diesem Lastenausgleich, das heißt der Belastung von Vermögen, vor allem auch Immobilien, will man angeblich die Folgen der Lockdowns bezahlen. Tatsächlich wird es aber der Rekapitalisierung von Staat und Banken zugeführt. Wir leben ja nun im Leuchtfeuer der Demokratie und ein wichtiges Merkmal einer solchen Demokratie ist, dass irgendwer die Zeche zahlt. Die Zeche wird bestimmt nicht bezahlt werden von den Sozialisten aus der SPD, aus den Grünen, Linken und auch anderen. Dreimal dürfen Sie raten, wer die Zeche bezahlen wird. Nicht nur Ex-Außenminister und Ex-Vizekanzler Gabriel sagt uns mit seinem Hinweis auf den zu erwartenden Lastenausgleich deutlich, was auf uns zukommen wird. Auch andere haben sich hier geäußert. Das Problem der Bürger scheint nur zu sein, dass sie diese Botschaften entweder nicht hören oder nicht glauben. Dabei sind im Grunde gar nicht so unehrlich, denn sie kündigen an, was sie tun werden. Und selbst wenn in der zu erwartenden sozialistischen Regierung dann so getan wird, als würden Unternehmen und Konzerne für die Lasten der Krise herangezogen, so dürfen wir nicht vergessen, dass diejenigen von denen, die auch gerade jetzt noch ihre enormen Gewinne machen, diese auf Kosten der Verbraucher, der Arbeitnehmer und des Mittelstands machen, die letztlich die Produkte und Dienstleistungen zu entsprechend hohen Preisen einkaufen müssen. Mit der Hochinflationsphase, in die wir gehen, ich weiß, es wird immer wieder argumentiert, wir haben keine Inflation, wir haben Deflation. Natürlich versuchen die Notenbanken das seit Jahren so zu verbreiten, denn sie brauchen ja zumindest derzeit noch einen Grund für die entsprechenden Maßnahmen wie eben Geldproduktion. In dieser Hochinflationsphase jedenfalls wird man die Enteignung und enorme Belastung von Vermögen leicht begründen können. Gleichzeitig werden nahezu alle in permanenter Angst gehalten. Da gibt es zum einen diejenigen, die Angst haben vor dieser furchtbaren Krankheit, die sich weltweit verbreitet hat. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die Angst hat vor den Maßnahmen der Regierungen zum Schutz der Bevölkerung. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die einfach nur Angst hat vor einer Impfung. Beachtenswert ist dabei, dass diese Ängste einerseits von den Mainstream-Medien, also den Hauptstrommedien, geschürt werden, dass aber die alternativen Medien, möglicherweise ohne es zu wissen, gerade auch die zweite und dritte Gruppe bedienen und die dadurch permanent in Angst halten. Möglicherweise wird dieses Szenario, in dem wir jetzt leben, als Meisterstück der Massenpsychologie in die Geschichte eingehen. Wir alle stehen vor einer Nebelwand mit einem von Angst eingeschränkten Blick, während dahinter möglicherweise Hebel bewegt werden,
deren Wirkung wir noch nicht mal erahnen. Sobald sich der Nebel lichtet, werden wir erschrocken erkennen, um welche Hebel es sich handelte. Einer der Hebel dürfte aus meiner Sicht jener sein, der den Raubzug gegen die Bürger umsetzt. Die Plünderung ist in Vorbereitung. Jegliches Vermögen, das sich in sogenannten Papierwerten ausdruckt, Wiederholung, jegliches Vermögen, das in Papierform gehalten wird, wird in den Händen der Eigentümer zerbröseln. Auch Immobilien wird es erwischen, wenn man nicht ein paar Schutzmaßnahmen ergreift. Um Edelmetalle, vor allen Dingen Silber, wird man nicht herumkommen. Und die Zeit wird knapp. Am 22.04. führte ich das letzte Seminar zum Immobilienschutz durch. Das hätte es eigentlich gewesen sein sollen. Es erreicht uns aber so viele Zuschriften mit der Bitte, ein weiteres durchzuführen, so dass wir nun doch einen neuen Termin festgelegt haben. Das ist der 31. Mai. Das wird dann wohl doch der letzte sein vor den Bundestagswahlen. Wer Interesse daran hat und Informationen zu diesem Online-Seminar möchte, der schickt uns bitte eine E-Mail, einfach mit dem Stichwort Immobilienschutz. Weitere persönliche Daten sind nicht erforderlich. Die E-Mail-Adresse wird ja unten verlinkt in der Infobox unterhalb dieses Videos. Ich hoffe, es waren ein paar nützliche Informationen für Sie dabei. Ich freue mich über einen Daumen hoch und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, folgen Sie uns bitte auch auf Telegram, denn wie lange mich mein Preis hier vor Löschung schützt, das ist leider nicht zu beantworten. Und ich danke auch all jenen, die uns in den letzten Tagen wieder unterstützt haben. Sie machen diese Arbeit erst möglich. Ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.